Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einem weiteren Quiz-Video. Da diese Quiz-Videos immer ganz gut bei euch ankommen, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal noch eins. Heute widmen wir uns nämlich dem Quiz, wie reif bist du? Oh mein Gott, da steht ja Mädchen hinter. Ich meine, drei, frühreich oder irgendwas dazwischen. Es ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, wo man eigentlich steht. Mein Test verrät dir, ob du deinem Alter entsprechend weit einen Schritt voraus oder gar zurück bist. Aber das Wichtigste ist und bleibt immer, dass du dir selbst treu bist. Oh mein Gott, ist das schnulzig, Mann. Schließlich ist jeder so alt, wie er sich fühlt. Ich sag da nicht zu. Ich habe übrigens hier im Hintergrund mal wieder so ein bisschen... Ah, guck mal, ich habe sogar gerade das gleiche Shirt an, was da oben hängt. Ich habe da ein bisschen aufgeräumt und mal endlich wieder Baloo, Ukuleli und... Vitello ist verdeckt von Baloo. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Quiz an. Wie wird dein Alter eingeschätzt? Ich werde meistens genau richtig geschätzt, meistens älter zum Glück. Ich werde immer viel älter geschätzt oder ich werde häufig jünger geschätzt. Bei mir war es sehr lange Zeit das Problem, dass mich viele jünger geschätzt haben, als ich wirklich bin, weil ich früher... Ich zeige euch mal kurz mein Perso-Bild. Ein paar Sekunden später. Okay, kleine Planänderung. Ich zeige euch doch nicht mein Perso-Bild. Nicht wegen privat Gründen oder so ein Kack, aber meine Lampe da, warte, diese Lampe hier, mit der ich meine Videos beleuchte, die hat schon, das habt ihr wahrscheinlich schon bei Snapchat gesehen. Ich bin extra nicht zum Training gegangen, weil ich mir gedacht habe, dass ich schön ein Video hier aufnehme. I completely destroyed diese Lampe. Das habe ich halt in meine Snapchat-Story gepostet und ja, ich habe halt diese Lampe irgendwie kaputt gemacht, aber irgendwie funktioniert sie wieder. Ich glaube, die könnte jeden Moment explodieren. Und da die Lampe in meinem kleinen Aufnahmezimmer die Tür versperrt, will ich da jetzt ungern dran vorbeilaufen, sondern jetzt lieber so 20 Videos aufnehmen und wir machen weiter. Was ich allerdings mit dem Perso sagen wollte, war, dass ich da total jung drauf aussah, obwohl ich bei dem Bild eigentlich schon 17 war, aber ist ja auch egal. Deswegen würde ich sagen, dass ich... Das ist gerade wirklich das erste Mal, dass ich mir mit so einem Teste-Dich-Quiz richtig Mühe gebe und das Ganze versuche richtig zu beantworten. Deswegen würde ich sagen, ich werde häufig jünger geschätzt. Und wir machen jetzt mal die nächste Frage. Ich meine, bei den anderen Teste-Dich-Quiz bin ich immer so total bescheuert gewesen. Siehe beispielsweise dieses Quiz, was ich euch hier verlinke. Wenn ich es nicht vergesse, hier zu verlinken. Und wie alt bist du wirklich? 17 oder älter? Ich bin auf jeden Fall 17 oder älter. Wie reagierst du, wenn du deinen Willen nicht bekommst? Ich versuche es mit guten Argumenten. Ich mache so lange Terror, bis ich ihn bekomme. Ich lasse mich auf einen Kompromiss ein. Ich drücke auf die Tränendrüse. Kompromisse sind eigentlich nie so mein Ding. Ich würde sagen, ich versuche es mit guten Argumenten, weil wenn man jemanden von etwas überzeugen will, ist es besser, wenn ich ihn davon überzeuge, dass es Sinn macht, als wenn ich ihn drohe oder irgendwie anders Terror mache? Wie weit bist du mit einem Jungen gegangen? Ja, es ist ein Mädchenquiz. Noch gar nichts. Petting und ein bisschen mehr, aber noch keinen Sex. Ich hatte schon mit Jungs Sex. Küssen. Was mache ich hier? Ich sag mal noch gar nichts. Fuck, vielleicht hätte ich... Das ist doch nicht... Dein erstes Mal habe ich hinter mir, war aber nicht gerade der Bringer. Mein erstes Mal von was? Sex zu zweit oder Kamasutra? War oder plane ich mit meinem festen Freund? Ich hatte noch kein erstes Mal oder wurde dabei nur ausgenutzt? Was? Ich würde ganz gern antworten, ich hatte schon mein erstes Mal und es war schön, aber das gibt es hier einfach nicht zur Auswahl. Es gibt, ja, ich hatte schon mein erstes Mal, aber das war total scheiße. Dann, was für ein erstes Mal? Dann, ich hatte noch nicht mein erstes Mal und ich hatte noch nicht mein erstes Mal. Was soll ich denn jetzt anklicken? Das Verhältnis von meinen Eltern geht so, aber ich habe sie trotzdem lieb. Die nerven mich voll. Ich hänge sehr an meinen Eltern, vor allem an meiner Mutter. Mittlerweile wieder besser. Kann ich nicht einfach sagen, dass es zu beiden Elternteilen gut ist? Dann sage ich halt mittlerweile wieder besser. Ich weiß nicht, ich hatte auch in der Pubertät nie Probleme mit meinen Eltern. Also zwischendurch natürlich immer diese kleinen Streitigkeiten von wegen, Luca, du darfst nicht so lange da raus und bla bla. Aber jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, dass ich, ich wollte mal ausziehen tatsächlich kurzzeitig. Aber das war mehr so, da habe ich nur geblendet. Vertrauen dir deine Eltern? Ja, total. Ja, eigentlich schon. Bei einer schwierigen Entscheidung mache ich mir viele Gedanken und wäge sie ab. Weiß ich doch nicht. Ich höre auf mein Bauchgefühl und ich kann sowas ganz schlecht und frage deshalb meine Freunde nach Rat. Ich würde am liebsten das hier ankreuzen und allerdings auch noch die 1. Ich habe jetzt einfach mal die 1 angekreuzt, weil es ist bei mir wirklich so, dass ich mir bei jeder Scheiß... Wie reagierst du in Streitsituationen? Bei jeder Scheiß, sagen wir auch Kaufentscheidung, frage ich mich, okay, macht es Sinn oder nicht? Selbst wenn es so Sachen sind, die irgendwie nur 20 Euro kosten oder so, das ist... Ich weiß nicht, ich finde...
scheißegal. Ich muss mich ja hier nicht für meine Antworten rechtfertigen. In Streitsituationen würde ich sagen, hinterfrage ich die Ursache des Streits und wurde ich schon mal schwer enttäuscht? Ich würde mal einfach sagen, nein. Also ich weiß jetzt nicht, was eine grundsätzlich tiefe Enttäuschung ist. Das kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen. Natürlich war schon das ein oder andere Mal so, dass beispielsweise mein Fußballtrainer mir gesagt hat, yo, Luca, nächstes Spiel Startelf und dann saß ich auf der Bank oder so. Das sind natürlich so kleine Enttäuschungen. Oder wenn man sich bei einer Uni-Klausur gedacht hat, yo, die war ultra nice und dann kriegt man eine 3 wieder oder so. Aber jetzt nicht so, das weiß ich nicht. Meine Eltern mir versprochen haben, mit mir einen Monat nach Amerika zu fahren, das ist nicht stattgefunden oder so. So was Krasses hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Was findest du an Jungs gut? Okay, ich bin raus. Ich roll übrigens dann wirklich immer raus, ne? Wenn ich so sage, ich bin raus, ich roll... Ist mir egal, ich achte nicht so auf Jungs. Die nerven meistens nur. Mm. Kann hier von irgendeiner ein Gift machen von diesem Move? Der war ultra nice. Ich krieg das sonst nie so hin mit Kopf und Hand. Also, Wie macht man GIFs? Schickt mir den dann einfach bei Twitter, das wäre ultra nice. Da sehe ich eh alle Sachen, die ihr mir immer zusendet. Wie ziehst du dich an? Ich ziehe das an, was mir steht. Ich ziehe gerne... Ich ziehe wirklich eigentlich gerade das an, worauf ich Lust habe. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich nur eine Boxershort an. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme meine Videos tatsächlich immer in Boxershorts auf. I don't know why. Kannst du mit negativer Kritik umgehen? Wenn es die Wahrheit ist, dann versuche ich mich auch zu ändern. Manchmal ist es mir auch egal. Das ist schwierig. Negative Kritik ist immer schön, aber ich versuche es zumindest einigermaßen anzunehmen, auch wenn es nicht immer... Ich würde sagen, dass ich dieser Typ hier bin. Übrigens zu negativer Kritik. Alles Mögliche wird, glaube ich, nächste Woche Montag oder so ein Real Talk Video auf meinem Kanal kommen, weil es viele Sachen gibt, die mich derzeit ein bisschen hart abfucken. Und eigentlich mache ich ja nie so Infovideos, weil ich finde, dass man sich nicht beschweren sollte, egal was im Leben passiert. Aber mich fucken derzeit unglaublich viele Sachen ab in Bezug auf YouTube Deutschland und alles Mögliche und ich werde einfach mal alles raushauen und ich werde auch eine harte Sache verändern an meinem Kanal, aber das seht ihr Montag dann wahrscheinlich. Letzte Frage, meine Damen und Herren. Glaubst du an die große Liebe? Bin mir nicht sicher. Nee, gibt's nicht. Bestimmt, natürlich gibt es die. Ich würde sagen, also ich habe mich selber in meinem Leben wirklich schon 3 oder 4 Mal so richtig verliebt in ein Mädchen, wo ich mir gedacht habe, yo, das ist krass, aber da es das halt 4 Mal gab, würde ich sagen, es gibt nicht eine große Liebe. Zu 43% sind sie, du bist genauso reif, wie es deinem Alter entspricht. Du machst dir viele Gedanken und gehst die Dinge nie kopflos an. Manchmal bist du verunsichert, aber das ist normal und wird sich legen, je mehr Erfahrungen du gesammelt hast. Also bleib wie du bist und lass es auf dich zukommen. Dieses Profil hatten 34% der 121.000 Quiz-Teilnehmer. Das bin doch nicht ich. Bei diesen Quiz-Videos hänge ich ja meistens noch ein zweites Quiz dran. Allerdings, da ich so viel geredet habe und wir jetzt in der Rodatei schon mal 20 Minuten sind, kann ich jetzt circa abschätzen, dass das Video jetzt circa so 6 Minuten lang wird in etwa. Würde ich einfach sagen, dass es das war es von dem wöchentlichen Quiz. Wollen wir daraus eine Serie machen, dass ich jede Woche so ein komisches Quiz mache oder so? Ich würde mich über eine Bewertung freuen, falls ihr mehr davon haben wollt. Und schreibt mir mal in die Kommentare,